Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von unserem Kanal. Es ist wieder Sonntag, 20.15 Uhr. Wie ihr seht, ich bin unterwegs. Wie ihr seht, meine beiden Hände sind auch frei. Das heißt, meine Frau ist mit mir. Sie kann ja mal Hallo sagen. Hallo. Wir sind auf dem Weg nach Deutschland. Das ist bei uns Freitag gerade, also zwei Tage bevor ihr dieses Video seht. Wir haben, ja, was haben wir eigentlich alles vor? Das kann ich euch jetzt auch sagen. Wir sind mit dem Audi unterwegs. Anhänger ist auch dabei. Das heißt, wir gehen einkaufen. So, aber das ist in einem anderen Video, werdet ihr das sehen. Auf jeden Fall fahren wir erstmal nach Deutschland. Wir haben ein paar Sachen zu erledigen. Meine Frau ist mitgekommen, um Freunde zu treffen und so weiter. Und weil wir sind bis Mittwoch, Donnerstag sind wir, nee, Donnerstag sollten wir eigentlich schon wieder zurück sein. Also so ein Kurztrip. Ich habe für die Autogesellschaft Dresden wieder drei außergewöhnliche Fahrzeuge. Na gut, einer ist nicht so außergewöhnlich, aber zwei sehr außergewöhnliche Fahrzeuge. Da nehme ich euch mit. Das wird das nächste Video sein. Und am Ende werden wir mein neues Projekt abholen. Deswegen der Anhänger dabei. Den nehmen wir dann mit zurück nach Kroatien. Und ja. Ich will noch nicht so viel verraten, das werdet ihr dann im übernächsten Video sehen. Und wir haben eigentlich jetzt für dieses Video kein wirkliches Thema zu sprechen. Wir haben jetzt schon so 10 Minuten, Viertelstunde ihr wisst schon. Philosophiert. Genau, dieses Wort. Ja, wir sind zu keinem Nenner gekommen. Deswegen, das wird jetzt einfach mal ein freies Video. Wir babbeln einfach irgendwas. Du kannst dir auch mal was erzählen. Naja, so frei ist das Thema eigentlich nicht. Also wir haben schon uns darüber unterhalten, was wir bereden, beziehungsweise dadurch, dass ich mitreden wollte, habe ich gedacht, komm, du bist Geschäftsführer, du bist Unternehmer. Es sind auch viele Unternehmer, die hier zugucken, aber es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Angestellte, die hier mit zugucken. Kann ja ein bisschen von mir erzählen, also ich bin nach der Schule, ich wollte unbedingt Geld verdienen, habe mit einer Ausbildung angefangen und bin seitdem eigentlich auch Angestellte. Auch beim Christian bin ich Angestellte, auch wenn viele sagen, du bist die Frau vom Chef, empfinde ich das nicht so, weil ich trotzdem für sie Steuern zahle. Das und ich sehe meine Kollegen halt als meine Kollegen. Es gibt aber Sachen, die ich vorher nicht wusste und es geht aus der Sicht der Angestellten. Wie man etwas sieht und wie es tatsächlich ist oder was noch dazu kommt, was eigentlich gar nicht so offensichtlich ist. Das wollte ich euch erzählen. Als Beispiel hätten wir Gehälter. Warte, ich kretsch mal kurz da rein. Wir machen das so. Ja, sie wird gleich ein bisschen was erzählen von ihrer Sicht. Ihre Sicht hat sich ja dadurch verändert, da sie ja vorher nur normale Angestellte war und hat diesen ganzen Background gar nicht gesehen, den auch jetzt normale Angestellte nicht sehen können, wollen können, eher auch nicht können. Wie, was sie jetzt auch erzählen wollte, ist dieses mit dem Kranksein, was alles das für die Firma zu sagen hat. Wenn jetzt eine Person, bei uns ist halt so, wir sind eine Transportfirma, machen Transporte, so wenn dann jemand krank ist, der hat sein Fahrzeug mit zu Hause, das Fahrzeug ist meistens auch noch beladen, was das für uns alles für ja, organisatorische Sachen sind, auch die Kosten, die dadurch entstehen und ja, also ich lasse ihr mal das Wort, sie kann jetzt gerne darüber berichten. Vor die Kamera möchte sie nicht, weil sie heute im Schlabberlook ist. Ja, und ich habe ein Bad Hair Day, das heißt, meine Haare sehen nicht gut aus. Ich wollte das selbst fragen, was das sein soll. Bad Hardy. Also man merkt, sie hat lange in Deutschland gelebt. Es gibt für jeden Tag gibt es irgendein Motto. Nein, das ist kein Motto. Bad Hardy ist halt einfach, wenn die Haare schlecht sind, nicht gemacht sind, dann zieht man sich normalerweise eine Mütze an. Allerdings ist das hier im Auto ziemlich warm, weswegen ich auf eine Mütze verzichte. So, kommen wir zu dem, was ich gesehen habe, beziehungsweise wie ich das kenne
und was sich geändert hat in meiner Denkweise. Ich muss euch von Anfang an sagen, ich war früher schon eine arbeitsgeile Sau, bin ich heute noch. Sau sagt man nicht. Ja, ist halt so. Also ich... Eine Machina. Ich bin jemand gewesen, die viel gearbeitet hat, also auch viel arbeiten wollte. Liegt halt auch daran, dass ich wenig mit Freunden so zu tun hatte. Also mir war die Arbeit immer wichtiger. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich, bis zu einem gewissen Alter. Naja, egal. Fakt ist bei mir, Arbeit gehört zu meinem Leben. Und er hat es ja jetzt angesprochen mit dem kranken Mitarbeitern. Ich würde halt so sehen, wem trifft das mehr? Wenn jemand krank macht, also was heißt krank macht? Wenn jemand tatsächlich krank ist, ist es für den Unternehmer, klar, schwierig, weil auch im Transportgewerbe, aber egal in welcher Branche, jeder Mitarbeiter hat eine gewisse Aufgabe. Ob es im Transport ist, als Fahrer, oder ob es jetzt irgendwo in der Buchhaltung ist, oder jetzt kommt ein Tunnel, naja, egal. Ist doch egal, ist doch sowieso ein Podcast mittlerweile. Stimmt. Ist im Prinzip egal in welcher Branche, wenn jemand krank ist, dann muss diese Arbeit verteilt werden. Fürs Unternehmen eigentlich ja, schwer zu koordinieren, die Aufgaben zu verteilen. Schlimmer ist es aber für die Kollegen. Die bekommen nämlich den meisten Senf ab. Das bedeutet, die Arbeit, die eigentlich bei einer Person belastend ist, wird verteilt auf die anderen Köpfe. Ich grätsch mal kurz rein. Das kann man ja so auch sehen, wenn zum Beispiel bei uns ein Fahrer krank wird. Wir haben ja nicht, okay, der ist jetzt krank, dann haben wir wenig Arbeit. Das stimmt ja nicht. Wir müssen ein gewisses Soll erfüllen, da wir auch gewisse Kosten haben, die wir decken müssen. Das heißt, wir machen das ja nicht, um einfach nur Spaß zu haben, sondern wir müssen damit ja auch Geld verdienen. Genau. So, das heißt, wir müssen gewissen Umsatz in der Woche machen. Ich mache es bei mir immer wochenabhängig, Woche für Woche. Ich rechne immer den Umsatz der Woche und so gehe ich weiter. Und nicht irgendwann Ende des Monats schaue ich mal, weil dann bin ich nicht pünktlich in der Zeit, so von meiner Seite aus. Wenn jetzt der Fahrer zum Beispiel krank ist, dann haben wir das Problem, dass die Arbeit so gesehen ja noch da ist. Plus, er hat ja noch Arbeit auf seinem Fahrzeug, das müssen wir dann auch noch holen. Bei uns, kein Transportunternehmen kann sich leisten, irgendwo jemanden hinzusetzen, für den Fall, dass mal jemand krank wird, dass er den einsetzen kann und dass er dann fahren kann. Wenn jetzt solche Kommentare kommen, dass man mehr Personal bräuchte. Vor allem, wenn Personalmangel ist, ist es ja nochmal intensiver. Und den haben wir aktuell in Deutschland. So, wenn jetzt die Person krank ist, heißt es, wir müssen trotzdem die ganze Arbeit, die er hat, auf die anderen Fahrer verteilen. Das heißt, wenn er wirklich richtig krank ist, versteht das auch jeder im Team, sagt auch keiner was. Aber wenn jetzt wegen einem Schnupfen oder wegen einem Husten dann zu Hause geblieben wird, ist natürlich auch das Team auf die Person dann ja angepisst, sagen wir mal so. Weil sie wissen, die Arbeit, die er machen muss, die er macht, müssen sie jetzt mitmachen, plus ihre normale Arbeit. Und das ist halt dann für die komplette Firma halt auch immer dann sehr anstrengend. Wir haben auch solche Phasen mal durchgehabt, wo dann auch zum Beispiel jemand kündigt und dann sagt, auf einmal ist er krank, was ja öfters passiert, wenn jemand kündigt, dass er dann sofort krank ist, aber dann halt null Teamgeist mehr hat und wirklich auf die anderen alle, sag ich mal so, scheißt, auf gut Deutsch. Und ich übernehme mal wieder das Wort. Darf ich ganz kurz noch beenden? Und weil er sich dann denkt, ach, drück dem Chef nochmal einen rein. Das ist nicht dem Chef mein Drücken, sondern dem ganzen Team. So, das war alles. Ich übernehme dann nochmal das Wort. Und zwar, das war jetzt, was eigentlich sollte meine Ansicht vom Angestellten meine Ansicht sein. Jetzt kannst du deine machen. Und die Ansicht vom Unternehmer auch wieder deine Ansicht sein. Und ich sag mal so, als Angestellte, ich war sehr selten krank, lag aber bei mir daran, weil ich meine Arbeit nicht abgeben wollte. Nicht, dass ich Mitleid mit den Kollegen hätte. Von mir aus hätten die auch mehr arbeiten können, weil sie so wenig getan haben. Aber ich wollte stolz auf meine Arbeit sein. Ich wollte zeigen, hey, ich kann's. Auch mit dem Schnupfen kann ich's.
auch mit einer Migräne bin ich arbeiten gegangen. Da redet sie nicht von unserer Firma, sie redet von allgemein. Ich rede von einer anderen Firma, von vielen anderen Firmen, ja. Fakt ist, also, wenn ich krank gemacht habe, dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Zum einen, weil meine Kollegen tatsächlich dran glauben mussten, weil die Arbeit ja verteilt worden ist. Zum anderen wusste ich, dass wenn ich zurückkomme, einen Arsch voll Arbeit haben werde. Das ging mir genauso wie beim Urlaub. Ne? Beim Urlaub, ja, schön, du machst Urlaub und kommst zurück, hast einen ganzen Arbeitstisch voll mit Papier, was du dann erstmal ablegen musst und sortieren musst. Naja, den Unternehmer, das einzige Problem vom Unternehmer selbst, ist eigentlich tatsächlich nur die Planung. Im Transportbereich ist das sogar noch schlimmer, weil eben dieser Transport geplant werden muss auf andere Köpfe, weil der Umsatz noch weiterhin angekurbelt werden muss oder bestehen muss, weil dieses Auto, was im Moment krank ist, erstmal erreicht werden muss, die Sachen da rausgeholt werden müssen oder man übernimmt das Fahrzeug komplett und fährt. Du kannst keine zusätzliche Person einstellen, der dieses Loch schließt. Richtig, vor allem nicht bei der heutigen Marktlage. Was soll diese Person machen, wenn eben keiner krank ist? Also du kannst keinen Springer auch einplanen in so einer Situation. Ja, das zum Thema krank. Beim Thema krank kann ich ja gleich auch auf die Krankenversicherung umleiten. Genau. Und zwar auf die Lohnnebenkosten. Die Lohnnebenkosten, genau. Wusste ich als Angestellte nicht, dass meine Chefs alle nochmal, wie viel Prozent schätzen? Ja, man kann eigentlich sagen, fast das Doppelte, was du kriegst, nochmal an Nebenkosten. Also der Lohn, der Nettolohn plus nochmal die Nebenkosten, das Doppelte eigentlich fast. Ja, ich sag mal 50-40% oder so, ne? Ja, vom Netto, wenn du vom Netto rechnest, bist du fast auf 100%, die du nochmal an Nebenkosten hast. Du hast ja die Steuer, du hast die Krankenversicherung, dann hast du die Lohnsteuer, dann hast du alles Mögliche, die Berufsgenossenschaft, zahlst du auch anteilig der Mitarbeiter, Versicherungen und so weiter und so fort. Das ist ja alles, die ganzen Nebenkosten, die man ja nicht wirklich sieht, auch wenn jetzt zum Beispiel sagt, der Angestellte, das ist ja, das kommt ja aus meinem Brutto. Nein, auf dieses Brutto kommt ja nochmal was drauf. Das ist das, was viele nicht verstehen, wo dann auch die Leute sagen, zum Beispiel bei einer Lohnerhöhung, das sind ja nur 100 oder 200 Euro, ja, für die Person. Aber dann für die Firma ist es dann nochmal, sagen wir mal, 200 Euro. Ja. Und dann muss man ja, wenn man fair sein will, an alle diese das Geld bezahlen. Und schon bist du einfach mal nur durch eine 100 Euro Lohnerhöhung, hast du so gesehen einen kompletten Lohn für jemanden. Ein Nettolohn ergibt nur diese ganzen Nebenkosten. So sehe ich das. Das stimmt. Also es sind tatsächlich das, was ich als Angestellte bekomme, im Hintergrund zahlt der Unternehmer nicht nur mein Angestelltengehalt, was ich quasi aufs Konto überwiesen bekomme, er zahlt nochmal in die diversen Ämter nochmal fast die Hälfte davon. Nochmal extra, separat. Das ist ganz schön viel. Ganz schön. Das ist auch das, wo der Christian sagt, ich kann nicht mit Polen oder Rumänen Konkurrenz halten. Das ist hier unmöglich. Die zahlen diese ganzen Lohnsteuern und so Zeugs nicht. Ich als Angestellte, ich wusste das nicht. Ich habe das gar nicht verstanden, warum einer meiner Chefs mir angeboten hat, mich auf Teilzeit einzustellen, den Rest bar auf die Hand zu geben. Ich habe das zwar eine Zeit lang mitgemacht, aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, passt mir nicht so. Ich will es schon richtig haben. Ihr braucht euch nicht zu wundern. Im Transportgewerbe habe ich oft gehört, sehr oft habe ich das gehört, dass die nur auf Minijob eingestellt sind und den Rest bar auf die Hand bekommen. Ich frage mich halt, woher dieses Bargeld kommt. Erstens, woher kommt dieses Bargeld? Und zweitens, passiert mal was, ihr kriegt so einen Rattenschwanz für das Unternehmen, auch für den Mitarbeiter geben, weil beide Seiten ja davon gewusst haben. Wenn ich jetzt für 450 Euro oder was mittlerweile, weiß nicht, wie viel ist jetzt Minijob, 500 irgendwas? 520. Euro. 520 Euro. Ich bin aber die ganze Woche unterwegs, ist ja logisch, dass das nicht legal ist. Es ist ja für jeden, der, weiß ich nicht, nach der ersten Klasse aus der Schule gegangen ist, wird das schon verstehen. Und das sind diese ganzen Unternehmen, die so handeln, die uns diesen Markt kaputt machen. Man sagt ja immer, es sind diese ausländischen Firmen. Ja, zum Teil sind es die ausländischen Firmen. Aber mehr sind es diese Firmen, die diese ganzen Gesetze, die selbst in Deutschland sind und diese ganzen Gesetze umgehen. Indem sie
gesehen, die Leute nicht richtig anmelden und so weiter. Und das macht uns den Markt kaputt. Weil diese ganze Politik und sowas, die sieht diese Fälle nicht, diese ganzen Dunkelfälle, die gehen nur von ihrem so muss es sein aus. Ja. Genau, was hat derjenige angemeldet? Richtig. Was gibt er aus? Was zahlt er an Steuern? Richtig. Wie er es angemeldet hat? Richtig. Klar, wenn ich jeden Mitarbeiter auf Minijob anmelde, dann erwarten die auch nur Steuern von Minijob. Wo waren wir? Bei den Lohnsteuern. Lohnnebenkosten. Lohnnebenkosten, genau. Versicherung und so weiter. Versicherung. Ja, da hat sie, wo sie bei uns die Buchhaltung dann gemacht hat, hast du dumm geguckt, ne? Was heißt Buchhaltung? Im Prinzip habe ich ja fast alles, was im Hintergrund gemacht wird, gemacht. Ja, das machst du immer noch. Ja, ich mach's immer noch. Habe ich echt dumm geguckt? Allein die IT musste ich. Wir haben keinen IT-Techniker oder sowas ähnliches. Das mache alles ich. Ja, also da muss man sagen, also ich spare durch sie auch wirklich viel Geld. Muss ich ehrlich zugeben. Naja, immerhin, ich bin affin. Ja. Aufs richtige Pferd gesetzt. Komm, du wusstest vorher schon, dass ich so eine Arbeitsgeile bin. Ja, das hätte auch anders nicht gepasst. Ja. Warum kannst du mal auf den Film, der hier gelernt hat? Also er hat seinen Platz voll ausgenutzt. Ein schönes Zugfahrzeug. Aber egal, meine Schöne. Obwohl jetzt, ich habe Winterreifen drauf. Ihr werdet es wahrscheinlich sehen. Das sieht katastrophal aus. Also mein Auto ist komplett... Hört auf. Hässlich. Kommen wir mal zu dem Thema Kündigen. Also wenn Angestellte kündigen. Es gibt mehrere Ansichten, würde ich sagen, jetzt in Sicht des Unternehmers, aber auch des Angestellten. Die meiste, beziehungsweise die schwierigste Frage ist die für mich, für einen Angestellten. Ich fühle mich nicht mehr wohl, was mache ich? Wenn du dich nicht mehr wohl fühlst. Mehr arbeiten. Nein, mehr arbeiten ist das nicht. Wenn du dich nicht mehr wohl fühlst, hat das ja zu heißen, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, entweder verstehst du dich mit der Geschäftsleitung nicht oder du verstehst dich mit deinen Kollegen nicht oder du verstehst dich mit dem eigentlichen Beruf nicht. Also dir liegt das nicht mehr so. Kann ja sein, dass du eine neue Herausforderung suchst oder ähnliches. So. Damals, also beziehungsweise als Angestellte, denkt man so, oh scheiße, ich komme hier nicht mehr weiter, ich muss kündigen. Das ist der erste Gedanke. Ich brauche was anderes, ich brauche was Neues. Vor allem, wenn es um die Tätigkeit geht, die man ausführt. Und wenn man weiß, okay, es geht nicht mehr weiter ja, in der Branche. Ja, muss ich aber auch sagen, da sind auch viele Leute. Mittlerweile ist es so eine Einstellung gekommen, dass man, wenn irgendwas ein bisschen schief läuft, sofort kündigt. Ich finde... Das finde ich, ist in letzter Zeit mehr geworden, in den letzten Jahren. Sodass man sich überhaupt nicht mehr so diese Mühe gibt, sondern man sucht gleich was Neues. Wenn einem Blödsinn kam, man tut was. Im Prinzip genauso wie Beziehungen. Ja. Da passt mir was nicht und schon suche ich mir den nächsten. Genau. Also man investiert überhaupt keine Kraft mehr oder Zeit dafür, sondern ach, ich suche mir was Neues. Gibt ja genug. Ich glaube, Spruch 2024 ist der, also der beliebteste Spruch, wofür denn? Ja, genau. Gibt ja auch was anderes. Genau. So. Ja, natürlich tut es das. Mein Vorschlag ist halt eher, wenn du ein Problem mit deinen Kollegen hast, klär das. Im Transportgewerbe sogar ganz einfach. Ihr seht euch sowieso nicht. Also die meisten sehen sich untereinander ja kaum. Vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche. Maximum und das auf eine halbe Stunde. Mehr auch nicht. In der halben Stunde hat sowieso jeder was zu tun. Geschäftlich tut man halt ein paar Sätze miteinander wechseln. Fertig. Nicht so wie im Büro, wo du demjenigen gegenüber sitzt die ganze Zeit. Ich hatte im Büro eine Kollegin, die direkt vor mir saß und die Kollegin vor mir, die hat die ganze Zeit von morgens bis abends deprimierende türkische Musik gehört. Die hat das nur gemacht, um mich auch zu provozieren, weil die hat das nicht verstanden, dass ich da ein bisschen mehr Hirnmasse besitze anscheinend und ja, um mir eine auszuwischen. Direkt konnte es ja nicht, eigentlich waren wir ja auch befreundet. Unsere Schwestern sind befreundet, unsere Eltern sind befreundet und sie hat mich eigentlich eingestellt und konnte nichts gegen mich machen und hat dann solche Faxen gemacht. Das war halt auch eklig. Die sitzt mir jeden Tag gegenüber. Du willst sie eigentlich nicht sehen. Du willst eigentlich nicht mit ihr reden, aber du musst.
tust du auch, aber von ihr kommt halt so richtig eklige, ja, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich mache Arbeiten, die ich nicht machen muss. Ich habe sowieso immer Arbeiten gemacht, die ich nicht machen musste. Und dadurch bin ich ja halt auch so geworden, wie ich bin. Da seht ihr auch, sie hat nicht gleich aufgegeben, sie hat versucht, die Situation irgendwie zu regeln. Das ist ja auch das, worauf sie jetzt gerade hinaus will, sodass man nicht gleich das Handtuch schmeißen soll und so weiter, denke ich mal. Wow, das muss ich euch auch zeigen. Boah, das ist ein Flak. Das brauchen wir. Soll ich den anrufen, der soll zu uns kommen. Genau. Ja, auf jeden Fall, das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Ich habe nicht direkt aufgegeben, ich habe mir das ein paar Wochen, ein paar Monate... Das mit der Kollegin zum Beispiel hat sich ja von selbst dann geklärt irgendwann. Ich habe auch versucht, mit ihr zu reden, zumal sie auch meine Freundin war. Aber es hat, haben wir dann irgendwie geklärt, auch untereinander. Das ist ja auch, so, wir haben ja auch gerade bei uns in der Firma so einen Fall. Da hatten wir das ja auch mit den zwei Fahrern. Dann werden die halt auseinandergezogen und fertig. Ja, die, ich sag doch, Fahrer haben sowieso kein Problem. Die sollten kein Problem haben. Was ist das denn? Die sehen sich in der Woche vielleicht einmal. Vielleicht reden die noch nicht mal miteinander. In dem einmal, wo die sich sehen. Deswegen verstehe ich halt denen ihre Sache nicht. Ich, mir geht es halt darum, wann sage ich, warum ich kündigen möchte. Ja. Entschuldigung. So. Und das mit meiner Kollegin hatte ich ja so geklärt gehabt. Irgendwann war es dann so, dass mir die Chefs dann auf den Sack gegangen sind, weil sie das im Team alles nicht geklärt haben, weil es denen wahrscheinlich über den Kopf gewachsen ist. Ja, die hatten wahrscheinlich Größenwahn und dachten, die kriegen mit Geld alles hin. War dann am Ende anscheinend doch nicht so. Die haben es nicht gemerkt, dass sie untergehen. Ich habe natürlich die Firma verlassen. Habe auch gesagt, ich möchte gehen, weil es mir nicht passt. Hat sich auch keine mehr dazu bewegt, etwas zu ändern. Also ich wollte auch nichts mehr, also egal welches Angebot wäre, ich wäre nicht drauf eingegangen. Hat sich auch keiner quergestellt. Ich habe aber auch bis zum letzten Tag gearbeitet. Trotz diesem Ganzen? Trotz dem Ganzen. Es gab sogar schlimmere Firmen, wo ich gehen wollte. Auch ein Großkonzern, deswegen würde ich den Namen jetzt nicht sagen. Beim Einkaufsbüro, so nennt sich das. Das heißt, da werden Lieferscheine kontrolliert, der Wareneingang verbucht und auch die Rechnungen von den diversen Trägern werden dann halt verbucht, kontrolliert, verbucht und alles, und Gutschriften und hin und her. Und die Hauskosten und Werbung ist damit drin. Und das ist ein Einkaufsbüro, da wollte ich dann rein. Bin dann auch reingekommen. Und nach so, ich glaube, 3 Jahre oder war das nach 4 Jahren, hat der Chef mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ja, die Leitung vorne zu übernehmen, was Finanzierung, Online-Geschäft und den Service und die Kasse und was weiß ich, das war ein Einzelhandel, das halt betrifft, ob ich das nicht machen wollen würde. Ich hätte ja Erfahrung. Da hat er noch zu mir gesagt gehabt, schlafen Sie eine Nacht drüber und geben Sie mir morgen Bescheid. Ich so, alles klar. Hab eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag bin ich zu ihm, hab gesagt, ich will nicht. Ich will da das machen, was ich sowieso schon mache. Im Einkaufsbüro weit bleiben, eventuell noch mehr in die Werbung, ins Marketing eingehen. Ne? War so sauer, hab dann gesagt, okay, wir brauchen Sie aber trotzdem dort. Habe ich gemeint, nee, Sie haben mir doch gestern die Wahl gelassen. Ich soll mal eine Nacht drüber schlafen und Ihnen dann am nächsten Tag die Antwort geben. Und meine Antwort ist nein. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren für mich. Ja, wir brauchen Sie aber trotzdem dort, Sie werden dort arbeiten. Ich so, warum fragen Sie mich dann? Warum stellen Sie mich überhaupt so vor die Wahl, wenn ich da gar keine Wahl habe? Dann hat er es echt durchgezogen. Zuletzt war ich dann oben nochmal im Einkaufsbüro, habe dem Kollegen auszubilden was gezeigt, wie er etwas macht, einen Trick gezeigt, wie er es am besten hinkriegt, wie er es am schnellsten hinkriegt und bla bla bla. Lief der Chef dann an mir vorbei. So, Frau Nakar, Sie sind ja im Einkaufsbüro, wie geht's Ihnen, ne? Ich so, ja, ganz gut eigentlich. Ich muss eigentlich unten sein, weil unten sehr viele Kunden sind. Aber Sie haben gesagt, ich soll ihm noch zeigen, wie das und das funktioniert. Ja, und wurde dann wieder nach oben gerufen. Da hat er gefragt, ob, hat er sich erstmal bedankt, hat gemeint, ob ich einen Kaffee haben möchte. Ich so, von Ihnen? Der so, ja. Ich würde Ihnen jetzt einen Kaffee machen, hat er zu mir gesagt. Ich so, ah ja, okay. Dann nehme ich natürlich einen, ne? Da sagt man nicht nein. Schwarz. Mit 4 Löffel Zucker. Irgendwann kam dann ein Kollege, hat gemeint, ja, der Chef hat gesagt, du hättest gerne einen Kaffee und hat mir den Kaffee dann gebracht.
Und ich so, okay, das ist aber kein Kaffee, habe es erstmal abgestellt, war dann im Büro mit drei anderen Leuten, habe die Tasse abgestellt, habe gemeint, das ist ein Cappuccino, ich hasse Milch. Ich mag den Geschmack von Milch nicht, im Kaffee zumindest, ne? Und dazu nehme ich noch extrem viel Zucker. Und ich habe gesehen, dass da gar kein Zucker eingeschüttet worden ist. Das sieht man an dem Schaum halt oben. Und auch riechen kann man das. Und habe dann Zucker genommen, habe es eingeschenkt, habe gerührt, habe den Löffel hochgehoben. Und was hängt an dem Löffel? Einfach nur so Schleim, Rotz, keine Ahnung, was das war. Was habe ich gemacht? Habe dann nur noch meine Aufgabe erledigt, und zwar dem Kollegen alles erklärt. Bin dann runter zu meinen Kollegen im Service, habe gesagt, mir geht's nicht gut. Die haben sich natürlich gewundert, was ich denn so habe, weil ich ja eigentlich topfit war. Ich habe einfach nur gesagt, mir geht's nicht gut. Bin dann nochmal hoch, habe meine Sachen genommen, mit Jacke und Tasche bin ich am Chef vorbeigelaufen, habe gesagt, vielen Dank für den Kaffee, ich konnte ihn leider nicht trinken. Habe ihn dann ihm auf den Tisch gelegt, also die Tasse Cappuccino quasi, habe es ihm auf den Tisch gestellt und habe gesagt, vielleicht trinken Sie den ja, aber ich gehe jetzt nach Hause, mir ist richtig schlecht. Ne? Der so, ja, und wieso denn? Haben Sie noch nicht mal einen Schluck genommen? Und bla bla, ich so, nein, ich habe nichts getrunken. Ne? Ich habe nur einen Löffel drin gehabt, mehr nicht, zum Rühren. Und bin dann einfach gegangen. Der hat halt gefragt, was ich habe und ähnliches. Da habe ich gemeint, keine Ahnung, ich muss zum Arzt. Habe dann, ohne ihm zu sagen, dass ich kündigen möchte, dann einen anderen Job gesucht, habe was gefunden und habe ihm dann die Kündigung vorgelegt. Dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe und Überstunden und Urlaub, wäre ich eigentlich nach einer Woche hätte ich dann meinen letzten Tag gehabt. War stinksauer, dass ich einfach so kündige, ohne ihm vorher zu informieren. Darauf habe ich gemeint, das sind gewisse Punkte, die mir hier nicht gefallen, mit denen ich nicht klarkomme. Und ich habe es für nicht notwendig befunden, ihn zu informieren darüber, dass ich kündige, weil er mir ja auch eine Wahl gelassen hat oder auch nicht. Also der hat mir eine Wahl gegeben, die er mir aber nicht gelassen hat. Und aus diversen anderen Gründen habe ich ihm dann direkt gesagt, habe ich das nicht für notwendig empfunden, dass ich ihm mitteile, dass ich kündigen werde. Du hast ihm eigentlich seinen Ball, den er gespielt hat, zurückgespielt? Im Prinzip ja. Und dann hatte ich noch eine Woche zu arbeiten. Die habe ich dann aber auch durchgezogen, weil mir meine Kollegen trotzdessen leid taten. Die können ja nichts dafür. War ein Service-Mitarbeiter, der war fast 60 Jahre alt, also kurz vor Rente. Ich konnte ihn dann nicht allein stehen lassen. Und habe ihm dann noch mitgeholfen, eine Woche noch. Und dann war mein letzter Tag. Und das war jetzt der eine Fall, wo ich gesagt habe, dem sage ich nicht, dass ich kündigen möchte, und zwar reinlich. Ne? Ja, es war ja dann auch so, nachdem ich gegangen bin, waren die anderen Kollegen allein. Die konnten nichts mehr planen, konnten keinen aus einem anderen Markt dazu holen, nichts. Ich bin dann gegangen. Die hatten keine Zeit, keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Vor allem, weil ich ja dann auch noch so viel Urlaub hatte. Ja, und das ist halt, wie man auch als Chef gegenüber dem Mitarbeiter ist. Ich versuche immer, also kommen wir mal zu unserer Firma wieder zurück, nach 30 Minuten wahrscheinlich. Ich versuche immer nicht so dieses, ich bin Chef, du bist Angestellter, das versuche ich. Aber ich versuche auch ein bisschen Distanz zu behalten, damit ich auch von den Gefühlen her nicht, wie heißt es, also von den Gefühlen her nicht geleitet werde, sondern wirklich darauf gucke, bringt die Person was. Ja, es ist halt so, ich muss halt das Gewicht finden zwischen freundschaftlich und wirklich Chef und Firma, weil ich muss am Ende immer an die Firma denken. Ich kann jetzt nicht rational für eine Person denken und dann gucken, dass es für ihn das Beste ist. Das habe ich einmal gemacht, das haben wir vor kurzem durchgehabt, und es hat am Ende mit einem Gerichtsverfahren geendet, was für uns entschieden worden ist. Aber wo ich dann für mich gesagt habe, ich werde sowas nie wieder machen. Ich habe der Person extra ein Fahrzeug gekauft gehabt, weil er nur gewisse Arbeiten machen konnte. Und er war kurz vor der Rente. Dann habe ich gesagt, ich ziehe ihn noch durch bis zur Rente. Und es wurde mir komplett nicht gedankt. Und das ist auch so jetzt von Unternehmersicht gesehen. Wenn du investierst in die Person, da ging es auch. Ich habe für die Person extra ein Fahrzeug
von über 10.000 Euro gekauft, nur damit er weiter bei uns arbeiten konnte. Ich habe eigentlich nichts von ihm gehabt. Ich hätte ihn auch, ohne ihn hätte ich genauso viel Umsatz gemacht wie mit ihm. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Und habe es dann trotzdem durchgezogen, habe ihm geholfen und dann ist das Auto. Meine Frau möchte was sagen. Das ist auch zum Beispiel damals. Sie hat gerade wirklich sehr Redefluss, muss ich jetzt sagen. Es war, ich habe damals nie verstanden, warum zum Beispiel die Chefs niemals ein Lob aussprechen. Habe mich selbst auch mal gefragt, warum loben die Leute nicht? Oder das ist doch so ein guter Mitarbeiter, warum sagt man dann nicht mal Danke oder ähnliches? Ne? Ich weiß warum. Das ist echt, ich habe keine Ahnung, ob das ein Fluch ist oder weiß nicht. Sobald du diesen Mitarbeiter lohnst, passiert irgendwas. Also lobst, ja. Passiert irgendwas. Irgendwas. Also der wird dann scheiße, der wird dann einfach, weiß nicht, faul und allem drum. Also irgendwas ist dann immer, das dann nicht mehr funktioniert. Ja. Deswegen loben Geschäftsführer ihre Leute nicht. Ab und zu gibt es vielleicht mal ein Danke. Manchmal muss ich den Christian dazu bringen, mal zu sagen, ey cool, sag dem mal wenigstens so schön, gut gemacht oder so, nur so vorsichtig. Ne? Ich habe halt Angst dann auch. Weil ja. Dann ist es meistens immer das passiert. Die Angst teile ich. Ja. Das ist so. Und deswegen möchte ich auch dieses. Früher war ich so, habe ich mit den Fahrern zusammengesessen. Dies und das ist jetzt natürlich räumlich nicht mehr möglich. Aber es ist für mich auch besser, sage ich euch so. Ich bin zu jedem Mitarbeiter nett, korrekt und dies und das. Weil ich möchte ja was von ihnen, sie möchten was von mir, das ein Geben und Nehmen. Ich biete Arbeit, sie machen die Arbeit. Fertig, ja. Fertig. Im Endeffekt, ich zahle ja für das, was er tut. Also möchte ich auch die Arbeit dafür. Das ist wie wenn ihr jetzt irgendwo euer Auto in die Werkstatt bringt, es wird repariert, ihr wollt das für das, was ihr zahlt, wollt ihr den Service für haben. So ist es eigentlich vom Geschäftsführer, also von der Firma zum Angestellten. Natürlich baut man dann auch einige Beziehungen, also miteinander auf, dies, das. Aber ich bin halt mittlerweile so, dass ich, früher war ich schon mal so, wo wir sehr groß waren, dass ich versuche, keine Verbindungen zwischen den Mitarbeitern und mir zu machen, damit ich auch nicht ausgenutzt werden kann. So sehe ich das. Ich versuche aber immer korrekt zu sein, immer alle Seiten mir anzuhören, wie auch, es gab ja Streitereien, wie wir vorhin gehört haben, zwischen zwei Fahrern, habe ich mir auch beide Geschichten angehört und versucht dann die Lösung zu finden. Somit treffen die beiden Fahrer halt nicht mehr aufeinander. Also so wenig wie möglich. Natürlich werden sie auch nochmal aufeinander treffen, aber wir versuchen es halt dann auseinander zu ziehen. Eigentlich finde ich nicht, dass der Chef dafür zuständig ist, Lösungen für die Kollegen zu finden. Das sind erwachsene Jungs, erwachsene Männer, die müssen eigentlich wissen. Ich möchte halt im Endeffekt, dass meine Arbeit getan wird. Ja, schon, aber trotzdem bist du nicht dafür zuständig. Ich denke mal manchmal, wie alt sind wir alle eigentlich? Der eine ist wie alt? 24? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Mitte 20 bis Mitte 30, in dem Alter sind sie. Naja. Ja. Ist wie es ist, sage ich mal so. It is how it is. Genau. Aber ich denke mal, dass die Angestellten es bei uns gar nicht schlecht haben. Finde ich auch. Also, vor allem, ich habe ja auch noch Kontakt mit Leuten, die mal bei uns gearbeitet haben. Es ist alles noch so, also wenn wir wirklich so schlecht wären oder ich als Chef so schlecht, dann würden sich ja nicht mehr bei mir melden, zu fragen, wie es einem geht oder sonst was. Das haben wir jetzt vor kurzem erst gehabt mit einem Mitarbeiter, der bei uns länger gearbeitet hat. Ja, das ist nicht nur einer, zwei. Zwei, ja. Der eine hat sich auch wieder gemeldet. Ja. Ja, dann. Es ist halt. Am Ende ist es Arbeit. Es ist keine Freundschaft, es ist keine Ehe oder sonst was, es ist Arbeit. Genau. Und wo gearbeitet wird, freien Späne, das ist auch zum Beispiel, wenn eine große Fluktuation ist von Mitarbeitern oder so, wie es bei uns auch war, es hat einfach nicht gepasst. Es sind mehrere Leute hintereinander gewesen, wo man sich gedacht hat, nein, das geht nicht. Aber dann mache ich als Unternehmer mir natürlich auch Sorgen um meinen Ruf, weil nach außen sieht man das ja nicht. Nach außen sieht man nur, ja, die wechseln die ganze Zeit ihr Personal, wie sieht das aus, bei denen ist bestimmt Katastrophe und so weiter. Aber man sieht nie, dass vielleicht die Personen, die da angefangen haben, einfach nicht die Personen sind, für die sie sich ausgeben, also für den Job. Wir haben Leute, die haben
Historien erzählt und dann kommen die, die können euch mal eine Plane aufmachen. Das ist halt, wir haben einen Fahrer gehabt, der hat an einem Tag 2 Unfälle gebaut. Was soll ich dazu sagen? Den kann man nicht einstellen. Ja. So schaut das aus. Genau. Wie lange geht dieses Video überhaupt schon? Das sind 58 Minuten, aber die müssen noch geschnitten werden. Habt ihr gehört? Ihr seht nicht alles, was sie gebabbelt hat. Ihr werdet rasiert. Ihr werdet rasiert. Weil das Video wird rasiert. Genau. Nee, wir sind jetzt wie gesagt auf dem Weg. Wir sind kurz vor Zagreb schon. Ich muss gleich tanken, weil ich habe gestern nicht mehr getankt. Und wir tanken hier mit der Shell-Karte hier in Kroatien. Und die sind mit Petrol. Und ich habe dann auf der Autobahn selber von hier aus keine Raststätte mehr von Petrol. Deswegen tanken wir jetzt hier. Es reicht dann sowieso bis Nürnberg reicht dann der Sprit. Wir sind hier mit dem Anhänger unterwegs. Ja, aktuell haben wir Ankunft 12:30. Haben wir am Wochenende, also ist ganz entspannt. Guck mal, wie man das da. Und ja, ich würde sagen, das soll es fürs Video gewesen sein, oder? Ich denke schon, ich überlege gerade, ob mir was noch einfällt. Ich weiß nicht mal, wie wir dieses Video nennen. Verhältnis Unternehmer, Verhältnis, was heißt Verhältnis? Ansicht Unternehmer und Ansicht Angestellte. Im Endeffekt, sage ich mal so, wir sitzen alle in einem Boot. Ihr braucht den Unternehmer, der Unternehmer braucht die Mitarbeiter. Man soll einfach fair miteinander sein. Letzte Woche haben wir auch einen Fahrer gehabt, vorletzte Woche, der angeschlagen war. Aber er selbst noch sagt, ich möchte weiterarbeiten, wie der Fall, wie es bei dir auch war, fürs Team. Nur wenn ich dann auch sehe, dass es wirklich nicht mehr geht, dann lasse ich ihn auch zu Hause. Aber wenn ich sehe, es geht, es funktioniert, natürlich nehme ich ihm ein bisschen Tempo raus, weil ich dann auch Rücksicht darauf nehme, weil ich auch dann in dem Moment auch stolz auf die Person bin, dass er wirklich weiter durchzieht fürs Team. Nicht für mich, sondern fürs Team. Und im Endeffekt profitiere ich daran natürlich auch. Aber das sind so, man muss halt als Unternehmer, wie auch als Angestellter, gewisse 5 Grade sein lassen und so weiter. Es muss einfach passen. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, auch wir möchten nicht mehr größer werden, sondern im Gegenteil, wir werden jetzt kleiner. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich tanken. Wir sind kurz vor Zagreb, der Verkehr wird mehr. Ich muss aufs Klo. Du musst aufs Klo, ich brauche was zu trinken. Obwohl du brauchst, glaube ich, auch was zu trinken nach den 40 Minuten Smalltalk. Ich will eine rauchen. Rauchen willst du auch noch? Zigaretten muss ich auch noch kaufen. Stimmt. Siehst du, ich bin ihr Gedächtnis. Ja. Das ist auch noch mein Job. Ich bin halt vergesslich, weil ich so viel zu tun habe, Schatz. Ach so, ja. Genau. Ich kann nicht an alles denken. Aber guck mal, ich habe auch viel zu tun und kann dran denken. Was hast du denn zu tun? Ich habe sehr viel zu tun. Ich leite eine Firma. Du hast viel Verantwortung. Ja, ich habe sehr viel Verantwortung. Du musst vieles nachkontrollieren, was wir fabrizieren. Muss mit dem Kunden dann sprechen. Ja, du musst das ausbügeln, was wir fabrizieren. Das stimmt. Ja, das ist halt, es ist nicht alles schön, ne? Wenn man denkt so, ah guck, der fährt ein teures Auto und in einem schönen Haus und so weiter und so fort. Ja, aber viele sehen gar nicht, was alles so dahinter steckt, wie viel Verantwortung dahinter steckt. Auch Entscheidungen, die ich treffe ich ja nicht für mich alleine, sondern die treffe ich für die ganze Firma, für jeden, der in der Firma angestellt ist. Und das sind halt so Punkte, die man nicht kennt, wenn man kein Unternehmer ist. In meinen Augen. So, ich sag, das war's jetzt. Ich höre jetzt auf hier. Fertig. Das war's jetzt. Ja, wie gesagt, das war mal so einfach so ein Video frei Nase. Ich will das Wort nicht nennen. Frei Schnauze heißt es doch. Ja, ich wollte es nicht nennen. Ja gut, beim nächsten Mal habt ihr nur den Christian ohne mich. Genau. Ihr seht mich im nächsten Video, nächsten Sonntag. Das Video werde ich jetzt innerhalb der nächsten Woche drehen. Es wird sehr interessant, muss ich euch sagen. Also wir sind wieder unterwegs. Ich kann euch so viel sagen. Zwischen und Dresden. Das hast du doch am Anfang schon gesagt. Nein, ich habe gesagt, wir fahren was für die Dingsbums. Ja, du hast am Anfang gesagt, für den Enrico. Genau, so. Aber wo wir hinfahren, wo wir was holen für den Enrico, ist ja immer, aber ihr wisst, wenn ich was für den Enrico hole, ist es immer was Außergewöhnliches. Oder?
Ja, ist es. Es hat 4 Räder, ein Lenkrad und einen Motor. Sogar ein Elektrofahrzeug ist dabei. Okay, also, wir hören jetzt auf einfach. Ja, wir hören jetzt auf. Ihr seht uns das nächste Video. Wer noch nicht abonniert hat und wer jetzt noch wach ist nach den 50 Minuten. Mal Hand runter. Was machst du da? Schattenspiel. Oh, ja. Die ist schon komplett durch, weil sie ist nicht gewohnt mehr Auto zu fahren. Ich sag jetzt, wir sehen uns im nächsten Video. Adieu. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Sonst meine Frau wird wieder 40, 50 Minuten Smalltalk machen und ausholen bis Russland. Wenn ihr nicht abonniert. Genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.